Willkommen zum zweiten Part von The Legend of Zelda Diminish Cap im 3-Herz-Run. So, wir sind im letzten Part hier im Teloria-Wald angekommen, denn... So, und wir haben auch hier Schwert des Alberich erhalten, mit dem wir ganz schnell schlagen können. So, Schild haben wir auch schon. So, wir müssen den Fluch des Hexenmeisters brechen und dafür sind wir im Teloria-Wald, um zum Waldtempel zu kommen. Ja, ich glaube, es müsste der Waldtempel sein. So, wir gehen jetzt mal hier weiter hier unten. Oh, was ist das denn? Baumstamm. Kann ich drauf springen? Okay, das bringt aber jetzt noch nichts. Hier kann ich auch nicht durch, da bin ich zu fett für. Zu groß und fett. Dum, dum, dum. Und die Musik ist total cool. Das habe ich schon im letzten Part erwähnt. Ja, ich weiß, ich finde ziemlich viel an diesem Spiel cool. Hilfe! Ja, wer ist das denn? Aua, hört, hey, hört doch auf! Autsch, aua, Hilfe, ist denn da auch jemand? Oh, dem müssen wir helfen. Da wird jemand angegriffen von Octorox. Schnell hin. Und die Musik geht einfach weiter. Dö, dö, dö. Ganz fröhliche Musik. Ja, wo ist denn die Stelle? Müsste hier sein, oder? Oh. Hey du, kleiner Mensch. Ja, du. Aua. Hey du da, guck nicht einfach nur zu. Hör auf zu gaffen. Autsch. Jetzt steht doch nicht so untätig herum. So, hilf mir doch. Ja, ist ja gut. Zack. Und so, jetzt haben wir dich gerettet. Oh, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Ja, ganz knapp. Naja, ich wäre auch alleine mit denen fertig geworden. Ja, ist klar. Apropos, was macht ein Kind wie du ganz alleine hier im dunklen Wald? Ach so, ich verstehe. Minish? Fati? Fluch? Heiliges Schwert? Was erzählst du da? So ist es also. Ja, gewiss, ich habe dich verstanden. Es ist nämlich so, dass ich selbst auf der Reise bin, um einen Weg zu finden, wie man den Fluch des Hexenmeisters brechen kann. Man braucht also das heilige Schwert. Gut, dann werde ich mich dir anschließen. Mein Name ist Ezzelo. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ebenso. Okay, dann komm mal mit. Hey, warte doch mal. Renn doch nicht so, mein Kind. Kannst du nicht ein bisschen langsamer gehen? Ja, ist ja gut. Sieh mal, Kindchen, wie soll ein kleiner Wicht wie ich den je mit dir Schritt halten? Da kann ich doch nichts für. Also wirklich? Was für ein absolut unmögliches Göhrenduchbiss. Ey, wow. Viel besser, wenn ich hier oben bin, kannst du mir nicht mehr davonlaufen. Ah, sehr hübsche Aussicht hier. Und außerdem äußerst bequem für mich. Hm, was grummelst du da? Los, auf geht's, zacki zack. Ach, ich vergesse. Für kleine Kinder wie dich gibt es allerlei Dinge, die sie nicht verstehen. Drücke in solchen Momenten einfach Select. Ich helfe dir dann. Hey, das wird anstrengend. Yay, jetzt haben wir eine Mütze. Jetzt hat Link eine Mütze auf. Nicht mehr so eine komische Strubbelfrisur. So, und Ezzelo ist der Begleiter in diesem Spiel. So, wenn wir Select drücken, können wir mit ihm reden. Was willst du? Der Waldschrein, den du suchst, befindet sich im Inneren des Waldes. Na, das sagt mir meine Intuition. Zacki, zacki, weiter geht's. Ist ja gut. So, das ist der Begleiter in diesem Spiel. Ich finde ihn auf jeden Fall, ja, ziemlich lustig, weil er ziemlich coole Sprüche drauf hat. Und das ist mal eine andere Idee. Einfach mal so, ja, Links Mütze als Begleiter. Ziemlich cool. Okay. Kindchen, ich verrate dir etwas. Die Welt der Minish ist sehr klein. Du kannst die Minish nicht treffen, solange du groß bist. Schau mal dort. Sieht aus wie ein normaler Baumstumpf, nicht? Ja, ja, aber dieser Baumstumpf ist ein geheimes Portal, das die Menschen vor langer Zeit erschaffen haben, um ihre Körpergröße ändern zu können. Okay. Wenn ich dabei bin, kannst du dort so klein werden wie ein Minish. Wenn du auf den Baumstumpf R drückst, wirst du klein. Um wieder groß zu werden, drückst du erneut R. Also los, ab geht die Post. Ah, dafür ist der Baumstumpf da. Und kleiner werden. Das ist halt auch so ein cooles Element in diesem Spiel. Wir werden jetzt auf die Größe eines Minish geschrumpft. Zuck, noch ganz, ganz pixelig. Ah, genau, jetzt sind wir ganz klein. Jetzt siehst du die Welt mit Augen eines Minish. Und, war das nicht nett von mir? Du brauchst dich nicht zu bedanken. Solche Portale gibt es hier und da in verschiedensten Gestalt. Um wieder groß zu werden, stell dich neben den Baumstumpf und drücke R. Du musst aufpassen, denn wenn du klein bist, lauern viele Gefahren. Wenn du groß bist, ist es kleine... Pfütze. Wenn du klein bist, ein Meer. Ach so. Wenn dir was passiert, geht es mir auch an den Kragen. Also aufgepasst. Ja, super. Jetzt muss ich nicht nur auf mich aufpassen, jetzt muss ich auch auf Ezzelo aufpassen. So, und da wir jetzt ganz klein sind, kommen wir hier zum Beispiel. So. Das ist ja eigentlich eine kleine Pfütze für den großen Link, aber wenn wir da reingehen als kleiner Link, ja, ertrinken wir. So, das heißt, wir können jetzt hier durch diesen Baumstumpf, durch diesen kleinen, können wir jetzt durchgehen. Oh, und was sind wir denn da? Oh, das sieht cool aus. So, jetzt können wir hier auf die Blätter drauf.
auf die kleinen Blätter. Da würde der große Link niemals drauf passen. Also der mehr oder weniger große Link, ne? So, jetzt sind wir immer noch so klein. Und hier haben wir schon so eine Nuss und sowas. Ich finde das auf jeden Fall, ich finde, das ist ein ziemlich cooles Element. Oh, das ist Blatt hier. Das sieht auch grafisch für Game Boy Advance-Verhältnisse ziemlich cool aus, finde ich. Okay, gehen wir mal schnell weiter. Dorf der Waldminisch. Dum, 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 dum. Hier wird wohl das Dorf der Wald... Hier ist wohl das Dorf der Waldminisch. Oh, sind das die Waldminisch? Ich nehme nie. Ich nehme nie. Seht sie aus. So ist es, ein Mensch, genau. Wir müssen... Das Geheimnis dieser Sprache ist einfach von dem Mensch. Wir müssen einfach rückwärts lesen. Wenn wir jetzt hier ganz rückwärts lesen, ist so ist es, ein Mensch, natürlich. Das müssen wir den anderen erzählen. Sie haben offenbar schon lange keinen Menschen mehr gesehen. Was? Du konntest sie nicht verstehen? Das war die Sprache der Minish. Kein Wunder, dass du nichts verstehst. Also ich hab's verstanden. Ich habe auch kaum etwas verstanden, weil sie einen eigenen Dialekt haben. Na, irgendwer hier wird uns schon verstehen. Suchen wir ihn. Was sagst du? Ich finde das cool. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen, dass man das rückwärts liest. Ah, was sagst du denn? Was sagst du? Okay, die sagen nur das Gleiche. Okay, da müssen wir jetzt irgendjemanden suchen, der uns verstehen kann. Was mit euch? Was sagst du? Ah, hier muss es doch irgendjemanden geben, der uns verstehen kann, oder? Oh, was denn hier? Ein größeres Haus? Oh, das sieht cool aus. Wer bist du denn? Nanu, du siehst ungewöhnlich aus. Bist du etwa ein Mensch? Oh, der spricht unsere Sprache. Es ist lange her, dass ein Mensch hier war. Ich verstehe eure Sprache. Mein Name ist Festa, der Priester. Und ich wache über den Schrein hinter mir. Du scheinst Probleme zu haben, da du unsere Sprache nicht verstehst. Südlich von hier ist ein Fasshaus. Dort gibt es eine Quatschbirne. Wenn du eine Quatschbirne isst, kannst du unsere Sprache sprechen. Eine Quatschbirne, okay. Dann suchen wir jetzt mal eine Quatschbirne. Wenn wir die essen, können wir anscheinend die Sprache der Minish verstehen, obwohl wir sind... Oh, jetzt kommen wir hier durch. Obwohl wir sie eigentlich auch schon so verstehen können. Also, in der Theorie. So, hier einfach nur das Fass wegschieben und da ist die Quatschbirne. Sieht eher aus wie eine Kirsche anstatt wie eine Birne. Oh, Kindchen, das ist eine Quatschbirne, von der Fester erzählte. Ja, ich weiß. Dann lass uns gleich mal davon probieren. Ist die Quatschbirne, dann kannst du die mit dem Minish reden. Kann ich jetzt mit dir reden? Du hast also die Quatschbirne gegessen und kannst uns verstehen. Der Älteste sagte, die Menschen von heute könnten uns nicht mehr sehen. Unglaublich, dass du uns sehen kannst. Ja, ist schon ziemlich cool. Okay, jetzt gehen wir mal wieder direkt zurück zum Ältesten. Oh, jetzt stehen wir auch mehr Minish rum. Mit denen können wir jetzt alle reden. In Stadt Hyrule leben auch viele Minish. Oh, das werden wir auch später noch sehen. So. Oh, du hast die Quatschbirne gegessen. Über das Schwert weiß ich nichts. Der Älteste weiß bestimmt mehr. Oh, und wo ist der Älteste? Okay, der Priester konnte uns wenigstens schon mal mit der Sprache weiterhelfen, aber jetzt müssen wir nur noch den Priester finden. Ist er vielleicht hier? Bin ich mir jetzt wirklich gar nicht mehr so sicher. Ah, sieht aber so aus. Oh, da sprichst du die Sprache der Minish? Hier gibt es zwar nichts, aber bitte, bleib doch und ruh dich aus. Nein, nein, vielen Dank, aber wir sind in Eile. Mein Name ist Ezelon, das ist Jan. Wir müssen Prinzessin Zelda vom Fluch des Hexenmeisters befreien. Wir wollen das zerbrochene Schwert der Minish hier reparieren lassen. Ach, so ist das. Ihr seid gekommen, um das Schwert reparieren zu lassen. Um das heilige Schwert zu erschaffen, braucht ihr die vier Elemente. Die Elemente enthalten die Energie dieser Welt in konzentrierter Form. Wenn man diese Kraft auf das Schwert überträgt, wird es das heilige Schwert. Ich kann euch sagen, wo sich die Elemente befinden. Ja, die sind ziemlich weit verteilt. Und das erste Element werden wir jetzt gleich sogar schon finden. Also ich weiß, also nicht in diesem Part, aber... Das Erdelement ist im Schrein nördlich vom Haus des Priesters. Priester Festa wird euch sagen, wie ihr zum Schrein kommt. Im Schrein wohnen inzwischen Ungeheuer, deshalb gebt Acht. Wenn ihr das Erdelement gefunden habt, kommt wieder hierher zu mir. Oh, jetzt müssen wir nochmal... Ist ganz schön hier rumgelaufen, jetzt müssen wir nochmal zum Priester. Der kann uns dann zeigen, wo wir hin müssen. Aber das ist ja direkt hier. Ist ja kein Problem. So. Wir wollen jetzt zum Schrein. Oh, du willst zum Schrein? Bitte hier entlang. Passt gut auf, denn dort hausen Ungeheuer. Das ist gefährlich. Ja, ja, ist ja gut. Okay, hier müssen wir... Ja, genau, hier müssen wir durch. Oh, und da ist noch ein Herz da, Leute. Das können wir als kleiner Link nicht einsammeln. Aber da wir sowieso eine 3-Herz-Challenge machen, ist es ja... egal. So, und da sind wir, Leute. Ich glaube, hier kann man sonst nirgendwo lang.
So, da kommen wir tatsächlich schon im zweiten Part in den ersten Dungeon. So, los geht's. Waldschrein. Hier ist also der Waldschrein. Hier soll ein Monster leben. Was ist? Zögere nicht. Ich bin ja bei dir. Na gut, dann gehe ich eben vor. Nein, warte, wir gehen zusammen. Witzig, du bist auf meinem Kopf. Eisenflechtherzen. Ah, sehr gut. So, das ist der erste Dungeon hier in diesem Spiel. Das ist ja in den meisten Zelda-Spielen natürlich so, dass der erste Dungeon ja irgendwie so ein Wald-Dungeon oder sowas ist. Genauso wie in Ocarina of Time, also im Dekobaum drin. Oder in Twilight Princess zum Beispiel. Außer in Wind Waker, da ist der erste Dungeon Feuer-Dungeon. So, ja, der erste Dungeon. Hier ist mal eine. So, jetzt mal verschieben. Und hier bekommen wir auch schon das erste ziemlich innovative, also zu der Zeit innovative Item in diesem Spiel. Oh, voll die ekligen Schnicken. Oh, so richtige Nacktschnicken. Sind so richtig eklig. Ah, hier können wir das Feuer aktivieren. Dann müssten wir eigentlich einen Schlüssel für die Tür bekommen. Genau, kleiner Schlüssel erhalten. Eröffne verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Dungeon. Genau, das war das erste Mal und letzte Mal, dass ich das vorlese. Oh, na nur eine verschlossene Tür. Ja, habe ich gemerkt. Okay, mit R können wir die öffnen. Oh, das Wasser müssen wir aufpassen. Zack, zack. Wie die einfach runterfallen. Und was ich noch sagen wollte, es gibt hier in diesem Spiel, glaube ich, ich weiß nicht, ob es in jedem Dungeon so war. Oh, blauen Rubin gleich. Fünf grüne Rubine erhalten. Toll. Ja, ist echt super. Was ich sagen wollte, in diesem also hier in diesem Spiel gibt es in den Dungeons Herzteile zu sammeln. Och man, warum laberst du mich mal an? Kann man diesen Hebel vielleicht herausziehen? Drücke R, um den Hebel zu greifen. Drücke zusätzlich das Steuerkreuz nach unten, um zu ziehen. Ja, danke für den Tipp, aber ich glaube, das hätte ich sogar rausgefunden. Weil, wenn ich mich da vorstelle, steht da sogar greifen. Nein, aber was ich sagen wollte, es gibt in jedem Tempel, ich weiß nicht, ob es genau zwei waren, vielleicht gibt es auch mal weniger, ich glaube, vielleicht nur eins. Auf jeden Fall gibt es in jedem Tempel Herzteile zu sammeln. Aber ich glaube, die sind ziemlich offensichtlich und die gibt es auch nicht in Truhen, die liegen da einfach so rum. Deswegen können wir die ganz einfach nicht einsammeln. So, jetzt aber erstmal hier so den Hebel ziehen. Und der bewirkt, dass wir hier eine Brücke erschaffen. Beziehungsweise, dass hier eine Brücke entsteht. Und jetzt erstmal hier dran ziehen und... Oh, links ist ganz rot. Und... Cool. Oh, was willst du denn? So, bis jetzt läuft es ja eigentlich noch ganz gut mit der 3-Herz-Challenge, ne? Ist ja auch noch nicht schwer geworden. Oh, den können wir anscheinend nichts. Oh, und hier ist ein komischer Staub, bei dem wir langsamer werden. Das ist ja ein riesiges Fass. Ach so, beinahe hätte ich es vergessen. Nicht, das Fass ist groß, wir sind so klein. Ja, genau, wenn wir jetzt der... Ich sag mal in Anführungszeichen, große Link wären, wäre das Fass natürlich viel, viel kleiner, ist ja klar. Und ja, jetzt ist es halt noch so im ersten Dungeon, dass Ezzolo sich bei vielen Sachen noch ziemlich oft meldet. Aber ich glaube, das wird sich im Laufe des Spiels auf jeden Fall noch legen. So, erstmal auf diesen Schalter. Und ich glaube, jetzt müsste sich das Fass drehen lassen. Oh, so, hier rüberrollen. So, jetzt können wir nämlich hier rein. Und da gibt es verschiedene Ausgänge. Da oben können wir zum Beispiel hin. Genau, ich weiß gar nicht, ob das schon der richtige war. So, hier mit dem Staub können wir auf jeden Fall noch nichts machen. Ah, hier kann ich den zweiten Schalter drücken. So, hier einfach die Statue drauf ziehen. So. Ich glaube, der erste Dungeon, der wird auf jeden Fall noch ziemlich schnell gehen, weil so schwer ist er ja nicht. So, ich glaube, den haben wir im nächsten Part auf jeden Fall schon abgeschlossen. So, genau, jetzt lässt sich das Fass drehen. Huch, Kindchen, das Fass hat sich bewegt. Ja, ich weiß. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir raus können. Ah, da noch nicht. Da sind Spinnenweben. Ich weiß nicht warum, aber Link kann durch die Spinnenweben nicht durch. Die sind zu fest. Okay, natürlich. Spinnenweben können es nämlich fest sein, ne? So, ich glaube, hier müssen wir lang. Ja, genau. Jetzt sind wir hier. Wir können hier durch. Oh, da sind andere Gegner. Neue Gegner. Ich glaube, die rollen so ganz komisch auf uns zu, ne? Ja, irgendwie so. Werden wir später noch öfter sehen. Okay, hier können wir wieder an den Pilz ziehen und hier können wir einen Block verschieben, oder? Oder ist es eine Abkürzung später? Ich glaube, es ist später eine Abkürzung. Eine nützliche. So. Wenn wir jetzt hier drücken, also hier uns schwingen lassen, kommen wir hier hin und da vorne können wir dann noch zu den Krügen hin. Aber die brauchen wir jetzt gerade nicht. Genau, da ist zum Beispiel das erste Herzteil, was wir einsammeln können. Aber da es ja ziemlich offensichtlich ist, können wir... kann es nicht passieren, dass wir es aus Versehen einsammeln. Oh, die brauchen zwei Schläge. Ist mir gar nicht aufgefallen. Und ein Rubin. Cool. Wenn wir nur noch etwas hätten, was wir auf den Schalter stellen könnten. Na, sonst... Ja, genau.
Ist nämlich so, es gibt ja natürlich auch Schalter, wie auch in Zelda Queen of Time oder so, wo wir was draufstellen müssen, weil er sich sonst wieder deaktiviert. Oh, lass mich in Ruhe. Oh, eklige Fliege. Oh, ist eigentlich nur eine ganz kleine Fliege, aber die ist natürlich ziemlich groß, weil wir ziemlich klein sind. So, die Krüge können wir verschieben und können hier die Brücke erstellen. Okay, was ist denn hier? Drück und halte R, um Dinge zu greifen. Drücke zusätzlich das Steuerkreuz, um etwas zu ziehen oder zu schieben. Genau, hier müssen wir am besten erstmal, so, das dahin schieben. So, weil wenn jetzt gleich hier, ja, die Truhe erscheint, dann können wir die nicht nehmen, wenn wir außen sind, ist ja klar. So. Kleinen Schlüssel erhalten, eröffnet verschlossene Türen. Ja, okay, ich wollte es nicht mehr vorlesen. So, jetzt möchte ich hier gerne wieder raus. Okay, und hier, oh, das bleibt ja sogar gedrückt, das ist gut. Okay, dann sind wir hier eigentlich fertig. Ah, genau, jetzt kommen wir hier ganz leicht durch. Okay, aber wo war denn eine verschlossene Tür? Da habe ich gerade eigentlich gar keine gesehen, oder? Oder war da vorne eine? Ah, da muss ich ihn aber so drehen und dann... Ups, und dann... Hier durch. Nein, ich möchte da durch. Ah, oh, das muss man erst einrasten, so. Oh, ne, hier kann ich auch noch nicht durch. Okay, kann ich denn dann... So, dann muss ich hier... Ah, genau, hier war ich gerade nicht. Ah, hier ist die verschlossene Tür, okay. Okay, okay. Was denn hier? War ich hier gerade? Nee, hier war ich noch nicht, ne? Hier kann ich mich runterfallen. Ich glaube, hier kann ich runterspringen. Aber ich glaube, das bringt noch nichts. So, hier kann ich erstmal greifen und darüber. Oh, zack. Ups, das war Fail. Okay, dann darf ich nur vielleicht so bis die Markierung. So. Genau, so passt es. Hier ist ein Schalter. Ah, und jetzt kann ich mich mit diesem Pilz hier so rüber bouncen lassen. Und hopp. Hast du noch was Nützliches? Ich habe nur ein Viertel Herz verloren. So, am Anfang verliert man natürlich noch nicht so viele Herzen, aber später wird es schon ein bisschen mehr. Zum Beispiel beim Endboss oder sowas. Also beim Final Boss, meine ich. Ich glaube, da brauche ich echt ein paar Feen. Da habe ich schon ein bisschen Schiss vor. Wow, wow. Oder halt, ja, ja, Feen oder Tränke oder so. Wie soll ich das jetzt machen? Wie mache ich das jetzt am besten? Ich muss ja gleich noch rüber können. Ach ja, okay, ist ganz einfach. Ganz easy. Die Rätsel sind ja noch nicht so schwer. Vor allem die Schieberätsel in Zelda-Spielen sind eigentlich nicht so schwer. Es gibt zwar ein paar Ausnahmen, aber die meisten sind eigentlich wirklich nicht schwer. Und da ist die Tür offen. So, wir müssten bald schon sogar beim... Zwischenboss ankommen, glaube ich. Oh, bedrohliche Mucke. Hier sind nochmal die Gegner, die wir gerade neu gesehen haben. Und das war's schon. Kriegen wir wieder einen Key. Kleinen Schlüssel erhalten. Super. Beziehungsweise wir müssen auch gleich mal das Dungeon-Item bekommen. So, jetzt können wir... Jetzt ist nämlich die Zeit, dass wir hier hin können. Und dann können wir hier runterspringen. Okay, jetzt ist nur die Frage, gehe ich erst nach unten oder... Ich gehe erstmal hier nach unten. Oh, da ist eine große Truhe. Okay, hier können wir einfach schieben. Ups. Kann man die Truhe hier... Ne, die Truhe kann man nicht von hinten oder von der Seite aufmachen. In den Game Boy Color Spielen, beziehungsweise in den Game Boy Spielen, Link's Awakening und in Oracle Season, Oracle Teilen, ist es so, dass man die Truhen sogar von der Seite und von hinten aufmachen kann. Also, soweit ich weiß. Ich glaube, es war so, oder? Ich glaube schon, aber ich glaube, hier können wir nicht... Ups. Oh, ich sehe aber gerade, ich verliere kein Herz oder... Also, nichts von dem Herz... Wenn ich ertrinke, also in Wasser falle. Okay. Gut zu wissen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, das ist das zweite Herzteil. Ich glaube, das bekommen wir, wenn wir uns irgendwo runterfallen lassen. Ach, lass mich in Ruhe. Was gibt's denn hier noch? Ah, das ist auch noch eine Tür. Und das ist eine verschlossene Tür. Wo kommen wir denn da hin? Öffne bitte. Oh, jetzt sind wir hier. Oh, das ist der Zwischenboss. Dum, 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 dum. Müssen wir ihn vorne treffen? Ah, tatsächlich. Oh, jetzt müssen wir ihn hinten treffen. Oh, voll die bedrohliche Musik. Ach nee, ich muss ihn doch vorne treffen. Zack. Ah, und jetzt hinten, ganz schnell. So, wie gesagt, ist jetzt ziemlich cool, dass man hier in dem Spiel so schnell schlagen kann. Achso, wenn er rot ist, kann ich ihm keinen Schaden zufügen. Ah, guck mal her. Schnell, 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 schnell.
Und... Oh, ich glaube, lange braucht er nicht mehr. Oh, wir bouncen hier voll von den Spinnenweben weg, so bong, bong. Okay, jetzt aber. Das war's. Nein, immer noch nicht. Okay. Er hat noch ein paar Leben. Ich hoffe, er ist gleich down. Hä, was? Die hab ich doch getroffen. Okay, das war's jetzt aber. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, ich bin mir gerade nicht so sicher, ob es jetzt wirklich in jedem Dungeon Zwischenbosse gibt, aber ich glaube, es war sogar so. Und hier ist die große Truhe erschienen und wir bekommen jetzt... Magischer Krug erhalten. Drücke den Knopf, um den Sog zu aktivieren und lass ihn los, um das Angesaugte wegzuschießen. Lege das Item im Itemmenü auf A oder B. Genau, das ist das Dungeon-Item hier in dem Spiel. So. Das, ziemlich innovativ ist. Mit dem können wir zum Beispiel die Spinnennetze hier wegsaugen. Hier zum Beispiel. Zack. Oder auch irgendwie Krüge anziehen und die gehen dann kaputt und so. Was denn hier? Kann ich hier... Ah, da komme ich schon zum Herzteil, aber das will ich ja nicht. Das will ich nicht einsammeln. Genau, mit dem können wir auch hier da die Krüge anziehen. Wegschießen, dann gehen die kaputt, wenn ich die gegen eine Wand schieße. Zum Beispiel. Ah, und da ist ein Schalter. Und da haben wir den ersten Porter. Der Porter bringt uns nochmal zum Anfang des Dungeons. Da werden wir noch einen zweiten aktivieren. So, und jetzt können wir hier in diesem Fass, können wir jetzt eine... Genau, den Gang hier frei machen mit dem Spinnennetz. Ganz einfach aufsaugen. Sondern einfach... So, hier runterfallen. Und zack. So, und an dieser Stelle würde ich mal sagen, ich bedanke mich mal wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sind in diesem Part schon ziemlich weit gekommen, in diesem ersten Dungeon. Und haben sogar schon das Dungeon-Item. Aber es geht ja sogar ziemlich schnell, wenn man keine Herzteile und sowas einsammelt. Aber dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich mal wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Und wir hören uns beim nächsten Part von Zelda The Minish Cap. Bis dahin, ciao.